zuletzt bei Lego City Undercover. Es wird Zeit für deine Mondwanderung. Lego City als Ziel festgelegt. McCain, was haben Sie getan? Es geht nach Hause. Ganz schön stillos, Blackwell. Eine Dame zu bedrohen. Sie soll nur sehen, wie sie zerquetscht werden. Hey, McCain! Wow, das war knapp. Sei vorsichtig. Diese Energietanks brauchen wir noch für meine Mondbasis. Ach so, tatsächlich? Wir klatschen ihn zum dritten Mal auf die Basis, das ist sein letztes Leben. Und jetzt hauen wir noch ein paar Mal zu und schleudern ihn direkt wie so ein Profi-Kugelstoßer hin und her und hau ihn da rein. Und Rex ist gefeuert. Und jetzt passiert was. Vielleicht steht sich Herr Rex jetzt uns an. Oh Mann, möchte sich ausschütten. Scheiß, er... Ja? Kommandokapselabtrennung erfolgreich. Oh, was? Blackwell, diese miese Kröte. Selbstzerstörung in jetzt. Als B wegen Blackwell. Oha. Sonst ist immer Selbstzerstörung in 3-2... nichts und hier ist es geht's tatsächlich. Aber der Aufprall auf dem Boden könnte fies werden. Ja, wir fliegen völlig schwerelos. Oh, die Musik. Oha, die Musik, die haut ja mal richtig rein. Krass. Was passiert hier? Ein Teil spaltet sich ab. Ich sollte mich beeilen, erstmal die Secret zu sammeln. Das Ding hau ich noch kaputt und finde Rex. Ich glaube, wieder noch ein anderes Fahrzeuggefährt von Rex. Dann hau ich das da noch ein paar Mal drauf. Krieg ein bisschen Geld raus. Das ist mir aber gar nicht so egal. Ich gehe auf eine Raumkapsel, die mitten irgendwo im Nichts fährt, nur für 10.000 Stats auf irgend so ein langes, lange Brücke raus. Und, naja, ist auch egal. Weil, wenn wir es nicht überleben, dann habe ich wenigstens noch Geld gehabt einmal. Ist, was vielleicht nicht so erstrebenswert ist am Ende. Und ich bin tot. Ah ja, das Feuer. Ah, natürlich. Ich dachte, ich lebe, aber ich bin tot. Und der Feuerwehrmann, ist der da? Mit Wasser am Start? Kann der es löschen? Oh, das sieht ja ein bisschen winzig aus, der Wasserstrahl. Aber das Feuer ist aus, dann brennt es noch. Aber das kann ich nicht löschen. Da drüben irgendwas? Hier? Nein, nichts Wesentliches. Deswegen schauen wir nochmal auf die andere Seite, ob es da auch brennt. Nee, brennt nicht, aber es gibt noch ein bisschen Geld. Und irgendein Teil. Ich denke, wir haben erstmal alles gefunden, was es hier gibt. Was passiert, wenn ich in die Mitte springe? Ich sterbe. Ich wollte es mal probiert haben. Bisschen unnötig, aber ist auch egal. Jetzt lief ich mir Armdrücken mit einem von diesen roten Astronauten. Hau die aufeinander, der eine fällt in die Mitte, der andere explodiert. Und gleich trennt sich wahrscheinlich das nächste Teil auf. Boah, wir fliegen auf die Erde zu. Die Anziehungskraft wird so langsam spürbar, obwohl wir irgendwie ganz entspannt immer noch hier drauf sind. Rex, alles in Ordnung? Ja, aber bei dir gleich nicht mehr. Und jetzt bist kommt der Endboss wahrscheinlich. Wir stürzen in unser Verderben. Damen haben Vortritt. Schnappt ihn, Jungs. Nicht so schnell. Wir können doch vielleicht... Können wir... Nee, er hat so eine Superbahn. Leider muss ich erfahren, dass ihr beide noch in einem Stück seid. Dies wird sich jedoch sehr bald ändern, wie ich euch freudig versichern kann. So. Beide seiner Gehilfen haben wir... Aber keine Sorge, die wirklich wichtigen Leute sind hier bei mir in der Kommandokapsel, zusammen mit einer Unmenge von Stats. Es handelt sich hier also nicht so wichtig. Um einen kleinen Rückschlag, lediglich eine Unannehmlichkeit. Ich weiß nicht, was sollen wir machen? Sollen wir die auf ihn schleudern? Ja, können wir tatsächlich. Hey, hör auf, Leute nach mir zu werfen! Warum denn? Nun, sobald die Kommandokapsel sicher gelandet ist, beginnt eine neue Zeitrechnung.
Ich werde mit meinen Reichtümern ein neues Imperium aufbauen. So, jetzt mache ich Armdrücken mit einem Arm bei Rex. Schluss jetzt! Hey, Schluss jetzt! Und habe ihm schon mal den ersten zwei Leben abgezogen. Im Hintergrund nervt der Millionär. Und ich gehe auch irgendwo down. Wir dabei zusehen müssen. Wird sie nicht? Weil Chase McKay. Ich Rex das nächste Leben abziehe. Er hat noch zwei Leben. Ist doch cool, Mann. Sir. Was? Stör mich nicht in meiner Helme. Die Fallschirme öffnen sich nicht und der Notfallentriegelungshebel ist nicht erreichbar. Hä? Moment mal. In diesem Schrank findet sich sicher etwas Brauchbares. War das so geplant? Ist doch die Fluchtkapsel. Ja, in der Tat. Und damit hat Rex sein letztes Leben verloren. Wenn ich noch einmal mit dem Haar Handdrücken machen. Und jetzt kann ich Rex verhaften. Hab ich ernsthaft Rex verhaftet? Sie haben alles ruiniert, Blackwell fliegt komplett durch. Wir haben uns nicht zum letzten und wir Mal fliegen gesehen. Im All und er steuert ihn auf uns zu, oder was? Er rastet komplett aus. Und er kriegt das Pferd von Honey ins Face? Oder was war das? Und jetzt fliegen wir aus dem All auf die Erde und kriegen Anrufe. Wer kennt's nicht? Natalia, geht's dir gut? Wo steckst du? Was? Beeil dich! Verbindung getrennt. Ihr Gesprächspartner wird in 3 Minuten am Boden zerschellen. Bitte legen Sie auf und wählen Sie erneut. Natalia! Oh. Das ist nicht gut, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es gut ist, aber es scheint nicht gut zu sein. Ich glaube, ich sollte jetzt nirgendwo so richtig anecken, damit, was gar nicht so leicht ist, wie es sich sagt, aber damit ich halt rechtzeitig noch am Boden ankomme, bevor alles den Bach runtergeht. Ah, da ist ein Teil, da wäre ich fast gegengeflogen. Oh, aber die Kommandokapsel stürzt, also die ganze Kapsel hier stürzt in sich zusammen. Das ist schon richtig, richtig cool gemacht für so ein Lego-Spiel. Das ist nicht so ein lames Ende, wo wir, was weiß ich, immer, was auch immer passiert, ne? Sondern wir fliegen tatsächlich echt hier durch den Weltraum und verfolgen eine Raumkapsel durch ein Gewust von technischen Teilchen, die hier in der Schwerelosigkeit rumschwimmen, wie also so Weltraummüll und auch Polizeiautos und jede Menge anderer irgendwas. Das ist schon ziemlich cool, die Musik, die rastet so aus bei der Roboter, mit dem wir Blackwell zuletzt gesehen haben. Ah ne, in der Raumkapsel haben wir auch schon gesehen, aber zuletzt in echt, richtig, nicht irgendwo im All schwebend. Und jetzt geht's weiter, wir fliegen einmal durch die Raumkapsel nach vorne, bis ganz nach vorne und an Elektroteilchen vorbei, die denen wir nicht ausgewichen sind. Schon wieder nicht? Okay. Und da ist mir schon wieder gestorben. Was ist los? Sterbe andauernd. Ich sehe mich gar nicht mehr, aber ist auch egal. Weil jetzt öffnet sich die Luke. Und wir kriegen einen Charakter, und zwar Rex Fury. Und da ist die Kapsel mit den 3 Fallschirmen. Oder? Nein, ist sie nicht. Wann kommt die Kapsel endlich? Da unten befindet sich Lego City, man sieht es schon. Wir kennen da irgendwelche Landumrisse? Kanada? Nee, was ist das? Sieht nördlich aus, aber wer weiß. Boah, die Musik, die rastet richtig aus. Schaffe ich es? 6 Sekunden noch? Ich sehe gerade erst, dass ich ein Zeitlimit habe. Ich habe es in letzter Sekunde geschafft. Ich weiß gar nicht, ob man es auch nicht schaffen kann. Und spring direkt in irgendein Dings. Lüftungsschacht. Und das Einzige, was kommt... Wir kommen nicht an den Fallschirmauslöser ran. Entschuldigung. Ist dir zufälligerweise ein Held gefragt? Chase! Zieh den Hebel da! Diesen hier? Okay. Wofür ist der?
Die Bremsen. Oh oh. Anziehungskraft. Professor Kowalski ist unterwegs. Er sagt, dass die Kommandokapsel jeden Moment auftreffen kann. Und was ist mit den ganzen herabfallenden Raketentrümmern? Keine Sorge, Chief. Ich schirme sie ab. Die Trümmer sind ins Meer gestürzt, Marion. Und wir landen butterweich in der Untertasse. Oh, oh, da sind sie! Und mit Heya ist mir, glaube ich, mehr als dankbar. Glückwunsch! Und ein Feuerwerk. Du hast es wieder einmal geschafft, Chase. Fast. Blackwell ist in einer Fluchtkapsel entkommen und Rex, nun, ist auch irgendwie weg. Rex? Das Problem hat sich erledigt. Hä? Er ist vor 10 Minuten kopfüber bei jemandem durchs Dach gekracht. Nehmt mir das Ding ab! Hey, Rex! Solltet die Spülung jetzt lieber nicht ziehen. Achso, er steckt in der Toilette fest. Ich dachte, dass du ihn dieses Mal verhaften solltest. Wissen Sie was? Er gehört Ihnen, Chief. Manche Sachen sind wichtiger als die Arbeit. Oh... Ja, ihr redet von Videospielen, stimmt's? Genau, Videospiele. Damit hat er sich wieder zum Gespött der Leute gemacht. Aber Videospiele sind klar wichtiger und sehr fest. Das Geheimagent von Blackwell. Ende. Und damit habe ich das Spiel durchgespielt, oder was? Die Mondbasis habe ich zumindest abgeschlossen. Mit 3 von 4 Polizeimarken. Ich habe Heidzen Gänzen oder so freigeschaltet. Rex Tempest als Auto und Rex Fury als Charakter. Vielleicht kann ich mit dem ja jetzt diese Dinger machen, weil. Aufmachen, wer weiß. Lego City halt bin ich geworden. Und kriege 2 Supersteine. Und damit sind wir in den Credits angekommen. Und wer hätte gedacht, dass es 1 Jahr dauert, das Spiel zu schneiden? Ich habe das aufgenommen im Dezember oder Januar, also Winter 2021 und schneide das im Winter 2022, also 2021-22. Weil einfach die Motivation gefehlt hat, teilweise beim Schneiden am Schluss, weil irgendwie mit den vielen Secrets, die ich irgendwie reinschneiden wollte, ich habe mir einfach viel zu viel vorgenommen und aber als dann ich das nur die Story schneiden wollte, war es dann wieder in Ordnung. Und ich habe mich endlich mal dran gemacht, das geschnitten. Irgendwie hatte ich am Schluss auch mit der Story und so gar keine Lust mehr, weil ich fand es gar nicht mehr so interessant, auch vom Spiel teilweise, bis dann das Finale kam. Das Finale ist schon einer der besten Teile in dem Spiel und macht auch super Spaß zu spielen. Jetzt kommen wir mal zu meinem Fazit. Wo habe ich meinen Zettel? Hier habe ich meinen Zettel. Ich habe mir eine ganze Seite geschrieben mit Sachen, die ich immer beim Schnitt, die mir beim Schnitt aufgefallen sind, die positiv oder negativ waren. Fangen wir einfach mal an. Das Spiel zeigt sehr gut, was man machen muss in so vielen Situationen. Du musst irgendwas sprengen und das Spiel zeigt dir mit dem grünen Pfeil oder blauer Pfeil, je nachdem, zeigt dir, wo der Top ist, wo du das Sprengstoff reinmachen musst. Da ist aber irgendwie auch schon wieder ein negativer Punkt, weil manchmal zeigt dir das einfach 3 Stunden, wo der Topf da ist. Und ja, was soll das? Ich meine, am Anfang ist es ja noch in Ordnung, wenn man da oft gezeigt wird, wenn oft gezeigt wird, wo man was hinmachen muss, weil man muss es ja erstmal lernen, die Sachen, wie die funktionieren und so. Aber am Schluss, warum muss bei jedem Mal gezeigt werden, wie dieser Topf da aussieht? 3 Minuten noch. Also, nee, in Wirklichkeit vielleicht 20 Sekunden. Aber trotzdem ist es viel zu lang. Man möchte ja weitermachen. Da komme ich dann auch zur Schwierigkeit. Die Schwierigkeit ist viel zu leicht. In den meisten Fällen, zum Beispiel, vor allem wenn man eine Verfolgungsjagd macht im Auto, in der Stadt, man hat einfach, verliert einfach keine Herzen, obwohl man gegen eine Wand fährt, so manchmal. Oder gegen das andere Auto oder irgendwie so. Es ist gar nicht spannend, sondern irgendwie kriegt man es eh immer hin. Außer, der hat einen zu großen Vorsprung. Dann kriegt man es eigentlich nie hin, ja. Also man kriegt eine Abkürzung, eine Klasse. Dann, was auch nervt, sind diese Beeil-Dich-Anrufe. So,
Ah, man macht nur einmal eine Story, man macht einmal nur ein bisschen Secrets, Nebenquests oder so. Meinetwegen auch nur welche, die auf dem Weg liegt. Und direkt kommen 5 Anrufe und meinen, ach, bist du schon beim Ziel? Ja, dann beeil dich. Was machst du denn gerade? Du sollst auch weiterarbeiten am Fall. Und oh, Mann, wo bist du? Ich brauche deine Hilfe oder sowas. Also ist ja auch in Ordnung, aber ich meine, man spielt ja nicht nur Quests und es ist echt nervig, wenn das so oft kommt, diese Anrufe. Manchmal ist er in Ordnung, aber teilweise konnte ich die auswendig, weil die einfach so oft kamen. Ich konnte da schon fast mitsprechen. Ja, es ist echt nervig. Wenn wir schon bei Nebenquests sind, habe ich da auch noch einen Punkt, und zwar der Parcours. Der Parcours ist echt bescheuert, weil vor allem dieser Parcours, den man freischaltet. Also man macht einen langen Parcours auf ein hohes Gebäude rauf oder so in irgendeinem Gebiet und ja, man hat einfach den Parcours gemacht, ist oben, schaltet das frei, springt runter, um den Parcours zu machen, macht den Parcours, hat den fertig gemacht und wird wieder runtergesetzt. Und dann macht man es zum dritten Mal, um wieder hochzukommen. Und wenn der Parcours ein bisschen schwer ist an einer Stelle, ist es natürlich total bescheuert, den dreimal zu machen. Und dann macht man noch andere Sachen, muss auch mal runterspringen, macht den Parcours nochmal und sowas. Ne? Also das ist super nervig, dass man 5-mal an einer Stelle hoch muss oder so. Oder einfach andauernd da festhängt, um 3-mal Sachen auf dem Dach zu machen, aber jedes Mal wieder runtergesetzt wird. Dann ein großer Nachteil oder ein großer Minuspunkt sind noch Bugs. Viele Fehler, viele Bugs hab ich entdeckt, auch in den Zweispieler-Modi. Ich habe mit meinem Bruder nämlich das Spiel nochmal danach durchgespielt, nachdem ich es allein durchgespielt habe, im Zweispieler-Modus, und da sind viele Bugs. Zum Beispiel, was nervig ist, du kannst irgendwie routen, da wenn du festlegen willst, wo du hin willst auf der Karte, kannst du das mit zwei Spielern irgendwie nicht so gut hin. Ups. Kannst es mit zwei Spielern irgendwie nicht so gut festlegen. Und das ist halt blöd. Und vor allem die Routen sind natürlich auch ein blöd bisschen, weil auf dem Wasser, wenn hättest du da Routen machen können, einfach eine gerade Linie dahin, dann weißt du immerhin, in welche Richtung du musst. Aber, oder zumindest in welche Richtung das Ziel ist oder so, weil du weißt ja nicht immer, wo das Ziel ist. Ist natürlich auch ein bisschen blöd. Und das Wasser ist natürlich auch ein Nachteil. Weil das Wasser, wenn man da reinfällt von irgendeiner Klippe, man kommt einfach nicht hoch, außer man schwimmt ewig weit weg, um wieder zurückgesetzt zu werden, vom Hai gefressen zu werden quasi. Und das ist halt total blöd, weil wenn es irgendwo, zumindest im Menü vielleicht Pause und dann zurücksetzen eine Möglichkeit gäbe, gibt es aber nicht, das ist echt blöd. Dann, was habe ich hier noch? Da, genau, die Story. So ein bisschen inkonsequent ist die Story auch. Und zwar dieses epische Finale, was bestimmt die beste Stelle in dem Spiel war, mit dem Plot-Twist, dass Blackwell dann plötzlich der Bösewicht ist und so weiter. Und dann, im Gegensatz dazu, Schweinehüten auf der Farm. Das war die schlechteste Stelle in dem Spiel und das war auch irgendwie schlecht, den Farmer einzubauen, weil der Farmer ist auch echt keine gute Verkleidung. Ich mag die gar nicht. Vor allem das Hühnergleiten ist total schlecht und verbuggt. Das liegt wahrscheinlich auch in meinem Spiel. Aber trotzdem, das Hühnergleiten ist verbuggt, genauso wie manche Sequenzen mit diesem grünen Streifen und diesem Schwarz-Weiß-Filter, würde ich mal behaupten. Ist auch total blöd, aber da kann das Spiel ja an sich so nichts. Ne? Dann zu meinen positiven Punkten. Der Humor ist natürlich super krass. Also der Humor ist an den meisten Stellen viel zu krass. Manchmal ist er so ein bisschen künstlich herbeigeführt, aber den meisten Stellen ist der Humor einfach nur Wahnsinn und richtig lustig. Was auch richtig krass sind, ist die Abwechslung in den Gebieten. Einmal das Japanische, einmal der Flughafen, irgendwo im Wald noch ein Klärwerk, dann so normale Stadtfeeling, Docks und über der Brücke und so, also ganz viel verschiedenes Zeug. Die Musik ist in den meisten Stellen ziemlich atmosphärisch. Und einfach, es macht richtig Spaß mit der Musik teilweise. Manchmal diese Kampfmusik oder die Lademusik, die kennt man natürlich dann schon aus, wenn ich hängt ein bisschen zu den Ohren raus. Aber in den meisten Stellen ist die Musik einfach nur richtig krass. Was richtig Spaß macht, ist auch zum Beispiel mit zwei Spielern oder auch alleine halt Auto zu fahren. Das Autofahren macht richtig Spaß. Und da irgendwie, ich habe mit meinem Bruder immer so Jagden gemacht, wer jetzt erst da ist und sowas.
Also das hat auch richtig Spaß gemacht und das ist auch richtig cool. Ja genau, vor allem mit zwei Spielern macht es oft auch ziemlich Spaß, wenn man irgendwas macht. Außerdem kann man sich auch in Spezialaufträgen aufteilen und so. Aber die größten Punkte sind natürlich Humor und Musik. Das sind riesengroße Pluspunkte und die verschiedenen Gebiete. Zu meiner Bewertung, ich gebe dem Spiel auf jeden Fall so viel, wie der Metascore ist. Oh, die Credits enden, glaube ich schon. So viel, wie der Metascore ist, und zwar 80% sind 4 von 5 Sternen. ...46,1%. Haben wir abgeschlossen vom Spiel. Und jetzt kommt noch eine Sequenz, und zwar wieder eine verbuggte Sequenz, und die finde ich wahrscheinlich auch nicht im Internet. Das ist so eine Abschlusssequenz, das heißt, die wird wahrscheinlich verbuggt bleiben. Passt zum Spiel beim Ende nochmal das Verbuggte. Und Deep und Honey rennen da rum, und Honey kommt in Deep und rennt hinter ihm her.